Ja, hallo, wir begrüßen euch zum letzten Harz-Vlog 2020. Wir gehen mit Riesenschritten auf Weihnachten zu. Wie ihr seht, haben wir auch schon so ein bisschen weihnachtlich eingedeckt. Und ja, Frank, das war ja kein leichtes Jahr für uns, ne? Nein, also wir hatten doch erhebliche Probleme und sind viele Veranstaltungen weggefallen, also auch viel Material. Ich habe mir vorhin mal die Mühe gemacht und habe mal auf unserer Archivfestplatte geguckt. Wir haben dieses Jahr zum aktuellen Zeitpunkt rund 750 Gigabyte an Videomaterial drauf. Und letztes Jahr sind es 920 gewesen. Das ist also ein Zeichen, dass wir letztes Jahr längere Beiträge hatten. Die Veranstaltung Schützenumzug, was hatten wir noch? Hier in Odfresen den Umzug. Das sind ja immer 20-Minuten-Beiträge, die sind immer ein bisschen länger. Die nehmen natürlich mehr Platz in Anspruch. Denn den zweiten Blick, den ich drauf geworfen habe, auf unserer Internetseite kann man sehen, wie viele Beiträge dieses Jahr online gegangen sind und wie viel letztes Jahr. Da haben wir dieses Jahr rund 15 Beiträge, also Sendungen mehr gesendet. Das heißt, die Beiträge sind kürzer geworden. Aufgrund der aktuellen Situation fehlt uns Schützenfest und Wültingerode sind wir nicht gewesen. Und ja, Odfresen hätte ja auch wieder dieses Jahr stattgefunden. Das fehlt Ja, uns alles. wir mussten auch so einige Sachen absagen, gerade letztens wieder, was wir aufnehmen wollten, ne? Dann war da nicht machbar, ne? Ja, im Grunde ist es ja beim Harztalk zum Beispiel so, ich hatte mir mal vorgenommen, als ich damit angefangen habe, dass ich vier Harztalks im Jahr aufnehme, ohne es natürlich daran festzupinnen, weil man muss ja dann auch die Gesprächspartner finden und da muss man einen Termin finden, wo beide Zeit haben. Das ist ja auch nicht ganz so leicht. Dieses Jahr haben wir es tatsächlich dazu gebracht, dass wir zwei Harztalks gesendet haben, wobei ich jetzt einen nicht mitzähle. Das ist der Harztalk mit mir gewesen. Den zähle ich nicht so als wirklichen Harztalk. Ansonsten haben wir nur, in Anführungszeichen, nur den Harztalk mit den Goslarer Jägern geführt, wobei man da auch sagen muss, der ist im November 2019 aufgenommen worden. Nee, Ende November, Anfang Dezember 2019. Aber wir haben ja dieses Jahr auch ein bisschen was anderes mal ausprobiert. Zum Beispiel die kalten Fische. Da waren wir Genau. mal unterwegs, ne? Wir wollen mehr rausgehen. Wir wollten eigentlich auch heute rausgehen. Dann war es uns draußen zu kalt und zu feucht. Und ja, es hat nicht geschneit, es hat nicht geregnet, aber es war nicht so das angenehme Wetter. Und man hat ja auch so ein bisschen das Problem, dass man die Kulisse nicht so leicht findet. Es gibt keinen Weihnachtsmarkt zurzeit, wo man filmen kann. Auch da fehlen uns diese Veranstaltungen. Und aufgrund dessen machen wir unseren Jahresabschluss hier, machen so einen, wollen noch so einen kleinen Ausblick auf nächstes Jahr geben, was so im Harz-Vlog zu sehen sein wird und natürlich einen großen Aufruf wollen wir starten an Genau. unsere Zuschauer. Wir möchten aber als erstes noch sagen, vielen Dank für die vielen E-Mails, die wir bekommen haben, denn es sind einige und aus diesen E-Mails sind ja auch schon ein paar Beiträge entstanden. Am Kahnteich waren wir, aufgrund dessen, am Suttner Berg waren wir, also Am wir waren oben Rammelsberg, ne? am Das haben wir Rammelsberg, auch. der kalte Fisch, ja, Ja. obwohl wir da auch so ein bisschen Kritik einstecken mussten. Es wäre schön, wenn man so ein paar ältere Fotos einblenden könnte. Da sind wir allerdings immer vor dem rechtlichen Problem. Wir müssen den Rechteinhaber ja dann fragen und darum haben wir da Abstand von genommen zu dem Und wir üben Zeitpunkt. ja auch noch. Wir sind also für Kritik ja immer offen Genau. und können es dann nur besser machen beim nächsten Mal, ne? Genau. Ja. Ja, zu Weihnachten haben wir schön gebacken. Leider schon alles weg. Das hat nicht lange gehalten, aber es ist ja heute im Grunde ja der vierte Advent, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Ist heute der vierte Advent und ja, Weihnachten ist bald. Wir werden denn eine Sendepause bei Harz TV starten. Das heißt, heute mit dieser Sendung ist die, hast du ja schon gesagt, die letzte Sendung für das Jahr 2020. Wir werden am 7. Januar mit der ersten Sendung auf TV 38 starten, was wieder ein Classic ist, wo wir wieder rund 20 Jahre zurückgehen in der Zeit. Und im Mitte Januar, Mitte, Ende Januar machen wir einen Rückblick, wir beide auch wieder hier an dieser Stelle, ohne Weihnachtsdeko dann Genau, mit einer anderen wahrscheinlich. Deko, genau, Mal ne? sehen, ob wir sie bis dahin weg haben. Ach, bestimmt. Die Kekse auf jeden Fall. Die Kekse sind bis dahin auf jeden Fall weg. Auf jeden Fall machen wir dann einen kleinen Rückblick, was denn 2020 so passiert ist. Und bis dahin haben wir vielleicht schon die eine oder andere neue Idee, wie wir dann ins neue Jahr starten. Ja, da wollen wir losstarten und einiges aufnehmen. Draußen auch vor allem
haben wir uns vorgenommen, dass wir da so ein paar Aufnahmen machen. Und da ist nochmal unser großer Aufruf an euch. Solltet ihr eine Örtlichkeit oder eine Geschichte kennen oder eine Sage kennen, die zu einem gewissen Ort in Verbindung steht, der uns dann natürlich auch genannt werden sollte, damit wir wissen, wo wir aufnehmen sollen, sind wir dankbar dafür. Dann bitte per E-Mail schicken. Wir blenden die E-Mail-Adresse und unsere Internetadresse ein. Wir wären auch dankbar, wenn jemand den magischen Schlüssel hat für gewisse Örtlichkeiten, zum Beispiel vor kurzem vom Zwinger, haben wir es ja schon mal angesprochen, wenn jemand den Schlüssel hat, der uns auch in solche Örtlichkeiten hineinführen kann. Und da gibt es in Goslar ja viele, wo wir mal reingucken könnten. Es gibt auch viele, die ja die normalen Leute gar nicht kennen oder wir auch gar nicht kennen, uns mal nennen kann, wo wir dann vielleicht mal mit euch oder mit dem Schreibenden in Kontakt treten können. Und vielleicht ergibt sich daraus auch mal ein Beitrag. Wir haben uns jedenfalls vorgenommen, diesen Vlog einmal im Monat mindestens zu senden. Genau. Auf YouTube. Und wo wollten wir damit vielleicht starten nächstes Mal? Am Breiten Tor hattest eventuell, du gesagt, ne? Wollten wir mal filmen. Ne? Da haben wir so ein bisschen interessant, genau, interessante Geschichte. Interessante Hintergrundinformationen bekommen, die ich auch gar nicht so wusste. Und in Goslar gibt es ja viel. Wir gucken mal so ein bisschen an der alten Stadtmauer lang. Aber lass uns nicht zu viel versprechen. Wir wissen nicht, ob was gleich so aufgenommen bekommen. Wir versuchen es auf jeden Fall. Wir können auch wohl mit einem anderen Thema vielleicht beginnen. Weiß man noch nicht. Ich erinnere mich da so ein bisschen dran. Ich habe mal 2017, als ich bei Harz TV wieder angefangen habe, nach einer Pause, habe ich mal aufgezählt, was ich so machen will. Und da war unter anderem der Spruch drin, ich schaue mir Goslar aus luftiger Höhe an. Und das habe ich bis heute nicht geschafft. Damit war der Marktkirchturm gemeint. Da war ich noch nicht oben. Aber vielleicht schaut auch jemand aus der Marktkirchgemeinde zu und hat den magischen Schlüssel. Weil es für uns ja vom Vorteil ist, wenn wir da hochgehen können, wenn nicht unbedingt der Zuschauerbetrieb da herrscht, weil das dann doch bei den Aufnahmen so ein bisschen stört. Vielleicht hat jemand den magischen Schlüssel und kann uns da mal reinlassen, dass wir auch dort mal hinter die Geheimnisse stoßen können. Die Geschichte von Goslar ist interessant. Also ich denke, da gibt es einiges zu entdecken. Es gibt vieles, auch in der Altstadt gibt es viele Bereiche, die wir uns mal angucken können. Ja, das soweit, denke ich mal, genug Ausblick aufs nächste Jahr. Jetzt ist erstmal Weihnachten dran. Es dauert noch ein paar Tage, bis die Geschenke ausgepackt werden können. Es wird dieses Jahr ruhiger als sonst das Weihnachten. Aber das muss ja nicht heißen, dass es deswegen schlechter wird. Genau. Trotz allem wünschen wir euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Kommt gesund ins neue Jahr und wir hoffen, dass wir euch dann auch hier bei uns wiedersehen. Genau. Bei Harz TV, auf TV 38 oder auf YouTube. Und nicht vergessen, die Videos teilen. Den Kanal abonnieren und die kleine Glocke drücken, dann verpasst ihr kein Video. Schaut auch auf unserer Internetseite vorbei, dort sind auch alle Videos verlinkt. Und wenn mal so ein kalter, unbequemer Tag ist, gibt es da einige Videos, die man sich angucken könnte. Ich glaube, wir haben zurzeit 250 Videos rund online bei YouTube. Genau. Okay, macht's gut. Macht's gut. Daumen hoch nicht vergessen. Tschüss.